Der nächste Redner kommt aus den Reihen der Sozialdemokraten. Das wird Martin Schulz sein, langjähriger Präsident des Europäischen Parlaments. Nicht ganz so lange Parteivorsitzender der SPD, jetzt Mitglied im Europaausschuss des Bundestags. Vielen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Am vergangenen Freitag gab es eine Einigung zwischen Theresa May und ihren Unterhändlern und den Unterhändlern der Europäischen Union. Eine Einigung, die insbesondere mit einschloss, dass die Übergangsfrist, die von Großbritannien gewünscht worden war, um ein weiteres Jahr verlängert wird, damit im Rahmen der dann entstehenden Zollunion die anstehenden Fragen gelöst werden können. Ein fairer Deal, wie ihn Großbritannien verlangt hat und wie ihn die EU zugestanden hat. Und dann fährt Theresa May nach London nach Hause und dann sagen ja vier mindestens ihre Regierungsmitglieder mit uns nicht. Und wieder steht der Zug still. Warum? Warum steht der Zug still, der in Europa fahren müsste? Aus einem ganz einfachen Grund. Seit mehreren Jahren wird Europa in die Geiselhaft genommen einer einzigen Partei, der konservativen Partei Großbritanniens, deren innere Machtstruktur dazu führt, dass Großbritannien handlungsunfähig ist und paralysiert ist. Und wenn es einmal einen Punkt gab, wo man einer Regierungschefin hätte sagen müssen, erst das Land, dann die Partei, dann gilt das für Theresa May in diesen Tagen. Sie hat im Unterhaus eine Mehrheit. Die Liberaldemokraten, die Konservativen, die proeuropäisch sind, die übrigens dann in der Mehrheit sind, und auch ein großer Teil aller anderen Abgeordneten, die in der Opposition sind, sind der Meinung, das ist ein fairer Deal. Theresa May hat eine Mehrheit. Wir können mit einem fairen Deal zum Brexit in dieser Woche zu Ende kommen. Also, liebe Frau May, handeln Sie. Und das, was Sie hier erzählen, ist völliger Unsinn. Was Sie erzählen, ist völliger Unsinn aus einem ganz einfachen Grund. Ja, mit der Geschichte haben Sie nicht so, Herr Gauland. Ne? Ihre Art der Geschichtsinterpretation. Ja, Ihr Name ist auch Programm. Sie heißen Braun, glaube ich. Ihr Geschichtsverständnis, das haben wir gerade wieder gehört, hat einen einzigen Tenor. Und das ist der, den ich auch Frau Merkel mit auf den Weg geben möchte nach Brüssel, wenn es um die Migration geht. Ich wiederhole das. Die permanente Wiederholung der Hetze gegen Minderheiten, die permanente Wiederholung der Hetze gegen Migranten, das permanente Reduzieren des Dramas, das hinter dem Dritten Reich und dem Niedergang der Weimarer Republik stand, das ist Ihre Rhetorik in diesem Hause, permanent in jeder Rede. Und es ist Schluss damit, dass die Leute sich das von Ihnen bieten lassen. Und da können Sie noch so viele beleidigende Zwischenrufe machen, denn die Migration, die bleibt. Und natürlich brauchen wir eine Außengrenzensicherung in der Europäischen Union. Ja, klar brauchen wir Frontex, aber wir brauchen auch eine Reform von Dublin und eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge. Wir werden nicht jeden Flüchtling in Europa aufnehmen können, das stimmt. Aber wir schauen auch nicht tatenlos zu, wie das Mittelmeer zum Massengrab verkommt und Sie in Zynismus darüber lachen. Wir brauchen Pragmatismus. Wir brauchen in Europa Pragmatismus und humanitäre Verantwortung gleichermaßen. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Kombination aus moralischer Verantwortung und realem pragmatischem Handeln, das hat Europa immer ausgezeichnet. Und in dieser Kombination hoffe ich, dass der Europäische Rat handelt. Denn was hier die ganze Zeit diskutiert wird, liebe Kolleginnen und Kollegen, verkennt doch eins. Wir leben in einem Epochenbruch. Die Welt verändert sich rabiat und rasant, ja. Und die Feinde der Demokratie, diejenigen, die die plurale Gesellschaft negieren, die Instrumente der Diffamierung und des Herabwürdigens jeder anderen Meinung zum strategischen Ziel erhoben haben, die sitzen nicht nur im Weißen Haus und brechen jede Moral international, die sitzen auch in diesem Haus. Und die 250.000 Menschen, die am Wochenende hier in Berlin auf die Straße gegangen sind, für die Unteilbarkeit der Werte unserer Verfassung, die brauchen wir, wenn es darum geht, Europa nach vorne zu bringen, meine Damen und Herren, deren Geist. Und ich hätte mir gewünscht,
dass diese 250.000 Menschen, die hier demonstriert haben, und die Zehntausenden in anderen Städten die gleiche Aufmerksamkeit medial gehabt hätten wie die 5.000 oder ihre Anhänger und die Pegida-Schreihälse, sie in Chemnitz bekommen haben. Denn diese Menschen repräsentieren die 81%, von denen Frau Göring-Eckardt gesprochen hat, die hinter diesem Projekt stehen, hinter einem Projekt, das defizitär sein mag, das unvollendet sein mag, aber das drei wesentliche Ziele für unsere Kinder und deren Kinder verfolgen muss. Eine nachhaltige Entwicklung der Umwelt, damit wir unsere Luft noch atmen können, unsere Kinder und deren Kinder auch. Die Verteidigung der individuellen Grundrechte, der unveräußerlichen Grundrechte des Menschen, das Folterverbot, das Willkürverbot, die Garantie des Instanzenzuges vor Gericht, die Abschaffung der Todesstrafe, die Werte, für die Europa steht, ökologisch, die individuellen Grundwerte, die sozialen Grundrechte in Europa, dass wir ein Streikrecht haben, dass wir Versammlungsfreiheit haben, dass wir Pressefreiheit haben, gibt es in dieser Form nur auf einem Planeten, auf einem Teil des Planeten. Das ist in der Europäischen Union. Ja, und ich weiß, die Gegner Europas wollen das abschaffen. Aber die Menschen, die hier auf die Straße gehen, die wollen das nicht. Die wollen diesen Wert verteidigen. Und die wollen diese Union verteidigen. Nee, Europa ist nicht die Europäische Union. Da haben Sie wohl recht. Aber die Europäische Union ist das Beste, was Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs begegnet ist und passiert ist. Und dafür gilt es doch, auf diesem Rat, auf diesem Europäischen Rat zu kämpfen. Ich erwarte von einem Europäischen Rat, dass er endlich von deutscher Seite, Frau Merkel ist ja jetzt schon weg, sie musste ihren Flieger nehmen, ich hätte ihr das gerne gesagt, und saß dann dem Vizekanzler. Wir haben einen Koalitionsvertrag geschrieben, der hat die Überschrift: Ein neuer Aufbruch für Europa und eine neue Dynamik für Deutschland. Ökologisch, ökonomisch, sozial, politisch, in der internationalen, multilateralen Welt wird es eine neue Dynamik nur für Deutschland nur dann geben, wenn es einen neuen Aufbruch für Europa gibt. Wir haben jetzt monatelang erlebt, dass sich auch dieses Haus mit Dingen befassen muss, wo noch der letzte quersitzende Gedanke in irgendeiner Provinz dieses Landes wichtiger war als der Aufbruch in Europa. Deshalb, ich erwarte von diesem Europäischen Rat, meine Damen und Herren, dass er seiner Verantwortung nachkommt, den Hetzern, die auch im Rat sitzen, ihre Grenzen aufzuzeigen und eine Schlussfolgerung zu ziehen, die wir dringend brauchen. Jede handelnde Politikergeneration und Politikergeneration hat eine oberste Pflicht, sich die Frage zu stellen, können unsere Kinder und deren Kinder damit rechnen, dass sie in der gleichen Wohlstandssicherung, in der gleichen individuellen Freiheit und in der gleichen Umwelt, die lebenswert ist, leben können, wie wir das gekonnt haben. Wenn wir eine Antwort auf diese Frage, die nämlich global ist, geben wollen, dann ist es nicht die Renationalisierung, sondern die gemeinsame europäische Anstrengung. Vielen Dank. Martin Schulz, viele Jahre Mitglied im, sogar Vorsitzender im Europäischen Parlament, mit einem Plädoyer für ein starkes Europa. Und er hat auch angesprochen, dass die Bundeskanzlerin inzwischen auf dem Weg nach Brüssel ist. Sie hat nicht ganz aufgeräumt, wie wir das sonst von ihr kennen, ihren Platz. Aber sie hat sich vorher doch noch von einigen hier verabschiedet, unter anderem auch von Christian Lindner aus der FDP-Fraktion und natürlich ihrem Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus. Und davor hat sogar noch ein Schwätzchen mit Andrea Nahles gegeben. Die Debatte über die Regierungserklärung der Kanzlerin geht indes weiter. Und der nächste Redner ist Alexander Ulrich aus der Linksfraktion, wo er Sprecher für Industriepolitik ist. Die Europäische Union ist bekanntermaßen in einer langen anhaltenden Krise. Und kein anderes Thema symbolisiert das mehr als der 29. März und der Austritt Großbritanniens aus dieser EU. Und dieser Austritt und der 29. März rückt näher. Und viele, die sich immer noch ein Brexit-Referendum, ein zweites wünschen, es wird es bis dahin nicht mehr geben. Und deshalb glaube ich, ist dringend notwendig, dass wir jetzt zu einem guten Deal mit Großbritannien kommen. Und dieser gute Deal braucht auch die notwendige Zeit. Denn ein No-Deal, Brexit, hätte katastrophale Auswirkungen, glaube ich, auf vieles. Nicht nur für die Menschen in Großbritannien, sondern auch für die Menschen in Europa, in Deutschland und auch für die Zukunft der Europäischen Union.
Und deshalb ist auch an dieser Deal nicht unter Zeitdruck zu machen. Und deshalb appellieren wir auch an die Bundesregierung, dass sich bei diesem Europäischen Rat dafür einsetzt, dass wir den Verhandlungszeitraum verlängern. Wir brauchen offenkundig mehr Zeit wie über den 28. März. Und der Artikel 50 in den Verträgen lässt auch diese Möglichkeit, wenn sich die Mitgliedstaaten darauf verständigen. Doch wie könnte ein solcher guter Deal aussehen? Der erste Punkt: Es muss das Karfreitagsabkommen und damit den Frieden Irland sichern. Das ist dringend notwendig. Die Abwesenheit einer psychischen Grenze ist für den Friedensprozess zentral. Die harte Grenze in Irland muss vermieden werden. Das ist die Top-Priorität. Premierministerin May war ja auch bereit, der EU in dieser Frage entgegenzukommen. Nicht aber der rechte Toryflügel, Herr Schulz, Sie haben auch darüber gesprochen, und auch nicht der Koalitionspartner aus Nordirland. Mit dieser Regierung wird es offensichtlich nicht zu einem guten Deal kommen. Deshalb setzen wir auf Neuwahlen in Großbritannien mit einem Premierminister Corbyn. Das wäre gut für Europa und gut für Großbritannien. Der zweite Punkt ist, es muss verhindert werden, dass der Brexit zu einem Abbau von Bürgerrechten führt. Die Aufenthaltsrechte der EU-Bürger in Großbritannien und umgekehrt sollten unabhängig vom Austrittsabkommen gesichert werden. Das sollte die EU nicht weiter blockieren. Drittens verhindert ein guter Deal, dass der Brexit den Standardwettbewerb weiter anheizt mit Lohn- und Steuerdumping. May hat ja kürzlich den Hund aus dem Sack gelassen und die Katze. Die Tories wollen nach dem Brexit durch Niedrigsteuern Investitionen aus anderen Ländern abwerben. Hier muss die EU unnachgiebig sein und mit Straf- bzw. Quellensteuern drohen. Übrigens hieß auch hier der bessere Verhandlungspartner Corbyn. Und dann gehört zu einem guten Deal natürlich eine gute Perspektive für die künftigen Beziehungen. Dafür muss die EU ihr Dogma von der Unteilbarkeit der Binnenmarktfreiheiten verändern. Wir müssen Großbritannien behandeln wie bei Abkommen mit Kanada, Singapur oder anderen Ländern. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. In dieser Rede ist viel von Rechtsentwicklung in Europa festgestellt worden. Ich bin dankbar und glücklich, dass am Wochenende 240.000 Menschen hier in Berlin auf der Straße waren gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und für mehr Sozialstaatlichkeit. Und deshalb gratuliere ich auch allen Organisationen, die daran teilgenommen haben, denn es ist ein gutes Zeichen für Deutschland, für Europa, dass wir den rechten Tendenzen etwas entgegensetzen werden. Vielen Dank. Alexander Ulrich war das für die Linksfraktion, wo er eigentlich Sprecher für Industriepolitik ist, aber hier natürlich auch noch mal Bezug genommen hat zum EU-Rat, der heute Abend in Brüssel beginnt. Jetzt Franziska Brandner für die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Schulz, danke für diese feurige und starke Rede für Europa. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Sie Ihrem Finanzminister Scholz, seines Zeichens immer noch Mitglied Ihrer Partei, mal etwas mehr Dampf unterm Hintern machen. Da ist doch nichts. Wo ist denn der Aufbruch für Europa? Wo ist er denn? Wir warten immer noch drauf. Sie haben den seit einem halben Jahr versprochen. Seither wird blockiert und ausgesessen. Da kommt nichts. Das ist fahrlässig und es ist tragisch. Und es ist schade, dass es Sie braucht, um hier etwas Dampf zu machen. Hier ist leider sonst eben keine Bewegung für Europa in dieser Regierung zu spüren. Und zum Brexit sage ich, es reicht. Enough is enough. Entgegen allen Behauptungen, die hier immer wieder gemacht werden, die EU kann der UK nicht weiter entgegenkommen. Sie hat unglaublich viele Zugeständnisse schon gemacht. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Es wird auch in Zukunft Bereiche geben, wo die UK europäisches Recht übernehmen wird. Bei der inneren Sicherheit, konkret Datenaustausch. Und wenn dann zum Beispiel der Verdacht besteht, dass sich UK nicht an die Datenschutzbestimmungen hält, wer entscheidet dann, ob unsere Daten weitergegeben werden dürfen oder nicht? Bis jetzt ist da die letzte Instanz der Europäische Gerichtshof. Diese Bedingung hat die EU ja schon lange aufgegeben. Und was ist jetzt der Verhandlungsstand? Es soll erst einen Ausschuss geben und dann noch ein Streitschlichtungsgremium. Und dann wird man denken, na ja, dann ruft man zur Not den Europäischen Gerichtshof an und fragt um eine Meinung. Selbst das hat UK verhindert und hat gesagt, es geht nur, wenn beide Seiten damit einverstanden sind. Also nie. Das ist Justiz à la carte und das geht nicht, meine Damen und Herren. Und es ist absolut richtig, wenn Frankreich darauf besteht, dass jede Seite auch alleine die Meinung, nicht das Urteil, die Meinung des Europäischen Gerichtshofs einholen kann, muss.
Und ich bitte diese Bundesregierung, Frankreich da zu unterstützen, hart zu bleiben und diese Justiz à la carte nicht zu ermöglichen. Und das war nur ein kleines Beispiel. Davon gibt es viele. Und die britische Seite macht Pirouetten, Volten, weil es auch gar nicht klar ist, wofür es im britischen Parlament eine Mehrheit gibt. Ja? Und wir sehen, wohin es führt, wenn Populisten sich durchsetzen. Ja? Und es ist nicht unsere Aufgabe, Theresa May oder die Tory-Partei zu retten, sondern die Europäische Union zu schützen und zu stärken. Das ist unsere Aufgabe und die muss im Blick sein. Und die Herren von der CSU, lassen Sie den Populismus rechts liegen, verlassen Sie die Seite von Nationalchauvinisten wie Herr Orban und kommen Sie an die Seite derjenigen, die Europa stärken wollen. Da sind Sie immer herzlich willkommen. Ich danke Ihnen. Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Grünen hier im Bundestag, wartet auf einen Aufbruch für Europa seitens der Koalition und vor allem mehr Leidenschaft. Und Martin Schulz hat sie da ausdrücklich ausgenommen von dieser Kritik. Katja Leikert, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, ist die nächste Rednerin. Sarah Wagenknecht behauptet, die Menschen seien nicht mehr begeistert von Europa. Wir haben gehört von Alice Weidel irgendwas über Staatenbund, irgendwas wird da theoretisiert. Und von Herrn Gauland wird historisch. Die Realität ist eine ganz andere. Die Menschen sind nach wie vor von Europa stark überzeugt. 60% der Menschen in Europa halten die Europäische Union für ein gutes Projekt. Und in Deutschland sind es sogar 80% der Menschen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger sind wesentlich schlauer als das, was wir hier eben von den Seiten links und rechts von uns gehört haben. Richtig ist aber auch, und auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass in einzelnen Mitgliedstaaten, Großbritannien ist ja das beste Beispiel dafür, aber auch in Italien, die EU-Skepsis gewachsen ist. Und wir müssen deshalb die Vorteile der Europäischen Union, die ja für viele von uns hier in dem Hohen Haus selbstverständlich sind, immer wieder mal erklären und betonen. Und natürlich müssen wir auch die Europäische Union laufend besser machen. Und natürlich gibt es da auch Korrekturbedarf. Aber der Kerngedanke der Europäischen Union ist richtig und wichtig. Die Tagesordnung des Europäischen Rats wird natürlich dominiert vom Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Und uns zumindest geht es so, dass viele von uns diesen Schritt Großbritanniens bedauern. Der Austritt Großbritanniens wird natürlich nichts ändern an der geografischen Nähe zu uns. Und wir wollen auch weiterhin ein vertrauensvolles und ein freundschaftliches Verhältnis zu Großbritannien und eine enge Zusammenarbeit auf möglichst vielen Gebieten. Aber mir ist es gar nicht so wichtig, technisch die technischen Aspekte des Brexit zu sprechen. Denn dieser Austrittsprozess, der sich ja so ganz schwierig gestaltet, wir merken ja, wie kompliziert es ist, das auseinanderzuflechten, zeigt ja, wie eng diese 28 Nationalstaaten miteinander verbunden sind. Großbritannien war 45 Jahre Mitglied in der Europäischen Union. Und diese 45 Jahre haben zu einer wirklich engen und hohen Dichte an Verbindungen geführt. Es geht von Lieferketten, Produktionsablaufen, gemeinsamen Unternehmen, Finanzbeziehungen, Forschungseinrichtungen, aber natürlich auch persönliche Beziehungen. Und dahinter stehen auch Erwerbsbiografien, die über die Grenzen hinweggehen. Da wird ja Europa ganz konkret für die Menschen. Und in allen Bereichen gilt, wo diese Vertiefung stattgefunden hat, diese Vergemeinschaftung in diesen vielen Bereichen, dass es immer zum Nutzen der Beteiligten geschehen ist, für die Menschen, für die Unternehmen, für die Wissenschaft. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zeigt uns darüber hinaus, jedenfalls geht das mir so und einem Großteil meiner Fraktion, wie geradezu paradox es ist, eine funktionierende und höchst erfolgreiche Gemeinschaft aufzulösen und dann gleichzeitig wieder darüber nachzudenken, wie kann man denn neue Verträge und neue Verbindungen ausgestalten. Wir lösen Großbritannien aus dem Binnenmarkt, beziehungsweise löst sich Großbritannien selbst aus dem Binnenmarkt heraus, aus der Zollunion heraus und gleichzeitig müssen wir dann wieder neue Formen finden, wie wir hier zusammenarbeiten wollen. Und spätestens bei dem Beispiel Irland wird uns ja deutlich, was, und Ralf Brinkhaus hat es ja auch gesagt vorhin, was es eigentlich, was dahinter steht, hinter dem Friedensprojekt Europa. Und warum ist das alles so? Warum tun wir uns damit so schwer?
weil natürlich alles gemeinsam immer leichter zu erreichen ist. Das ist auch so platt, wie es war, und es wurde ja auch schon oft gesagt heute, weil eine kluge Kooperation immer besser ist am Ende, als wenn jeder so vor sich hinwerkelt. Und genau aus dieser Verbundenheit und diesem komplexen Regelwerk, liebe Alice Weidel, vielleicht hören Sie dazu an der Stelle, genau aus der Tatsache, dass wir Souveränität an die europäischen Institutionen abgegeben haben, genau aus dieser Souveränitätsabgabe ist diese Stärke Europas erwachsen. Und nach wie vor stimmt der Satz, je besser die Europäische Union funktioniert, desto besser ist es für jeden einzelnen Mitgliedstaat. Wirtschaftlich ist die Europäische Union ein beispielloser Erfolg. Auch die Kanzlerin hat es vorhin gesagt, niemals in der Geschichte, und vielleicht ist das auch ein historischer Fakt, der interessieren könnte, niemals in der Geschichte und nirgends auf der Welt ging es so vielen Menschen so lange so gut wie heute in der Europäischen Union. Und weil es eben heute so selbstverständlich erscheint und man da anscheinend mit spielen kann mit diesen großen Ideen, ist es auch noch mal wichtig zu erwähnen, woher dieser Erfolg rührt. Der Erfolg rührt von einem Binnenmarkt, von Freihandel und davon, dass wir eben gemeinsame Regelungen und Standards im Bereich Waren und Dienstleistungen haben, dass wir keine Zölle mehr haben, die Grenzen weg sind. Ich brauche es nicht zu wiederholen, wir haben es oft genug gehört. Wir als CDU-CSU-Fraktion jedenfalls wollen, dass diese einmalige Erfolgsgeschichte anhält, und jedem, der in nationale Kleinstaaterei zurückfallen will, dem erteilen wir eine ganz klare Absage. Für uns ist ganz klar, und das genau zeigt eben der Brexit, wenn es heute keine Europäische Union geben würde, dann würden wir sie ja erfinden. Wir würden anfangen, mit anderen Staaten Verträge zu schließen, Abkommen zu machen und dann wahrscheinlich eine Zollunion entwickeln und darüber hinaus dann auch die Menschen stärker miteinander zu verbinden in einem Binnenmarkt. Wir haben das Glück, heute die Vision unserer politischen Väter und Mütter zu leben. Ich wünsche mir jedenfalls mehr Mut und Zuversicht, um diese weltweit einzigartige Union von Staaten zu stärken und zukunftsfest zu machen. Und ich wünsche der Bundeskanzlerin heute viel Erfolg beim Europäischen Rat. Vielen Dank. Sagt die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Katja Leikert in der Aussprache zur Regierungserklärung zum Europäischen Rat, der am frühen Abend beginnt in Brüssel und zu dem die Bundeskanzlerin schon abgereist ist. Der nächste Redner kommt aus der AfD-Fraktion und heißt Martin Hebner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Merkel ist jetzt offensichtlich bereits schon im Abflug, aber von ihr haben wir heute gehört, Politik bedeutet Verantwortung. Und dann begann sie mit einer Desinformation. Europa schützt die Bürger. Frau Merkel wäre zu fragen, oder die Regierung wäre zu fragen, warum gab es Terroranschläge in Berlin, London, Paris, Barcelona und vielen weiteren? Und warum gab es solche nicht in Warschau, Prag, Budapest? Was machen diese osteuropäischen Staaten richtig? Und was machen Sie auch als Regierung hier falsch? Ein kleiner Hinweis. Wir haben in Deutschland Tausende von Islamisten und Tausende Taliban. Überlegen Sie sich, wie viele davon in den osteuropäischen Staaten sind. Zum Thema Brexit. Am 23. Juni 2016 haben die Bürger des Vereinigten Königreichs in einem Referendum, in einer Entscheidung aller Bürger über den Verbleib in der EU abgestimmt. Die Mehrheit der Bürger hat für einen Austritt votiert. Die Kommentare in den meisten deutschen Medien waren in dem Falle vernichtend. Es fehlte im Übrigen auch bei vielen hier das Respekt vor dem Willen der Bürger, vor dem Votum der Bürger. Und es wird alles bemüht, um die demokratische Entscheidung, die Legitimität zu nehmen, um auch wie jetzt die EU-Brüssel-Bürokratie diese in dem Fall in Frage zu stellen und die EU-Brüssel-Bürokratie als alternativlos darzustellen. Als Schicksal oder aber, besser gesagt, als Zwangsgemeinschaft steht sie da. Und so gestaltet die EU-Kommission einen Austritt aus der EU, den Brexit, schwierig und problematisch, so weit problematisch wie möglich, um, egal was es kostet, das auch noch in dem Falle verhindern. Die FAZ vom vergangenen Montag hat berichtet über eine irrationale EU. Da hat sie nicht recht. Denn stand von Anfang an,
nach dem Schock über die Mehrheit in dem Fall für den Brexit das Ziel im Vordergrund, eine Bestrafung, eine Abschreckung und eine Nachahmung zu verhindern. Das, was auch von der Frau Nahles hier vorhin auch mitgeäußert wurde, dass sich das nicht wiederholen dürfe. Aber wie die FAZ weiter richtig erkannt hat, haben die Briten in dem Falle sich bewegt, aber die EU keinen Zentimeter. Es ist in dem Falle ganz klar, die FAZ hat hier ganz korrekt berichtet, denn die Briten haben eingelenkt, teilweise Unterwerfung unter europäische Schiedsgerichtsbarkeit etc. angenommen. Im Übrigen auch in dem Falle die genannten Konditionen von Herrn Barnier, was die Kosten anbelangt. Meine Damen und Herren, nun verweigert die EU den Briten den Zugang zu Teilen des Binnenmarkts. Und das wird hier als sogenannte Rosinenpickerei dargestellt. Wäre denn die EU wirklich attraktiv, dann könnte sie gelassen, absolut gelassen, mit dem Brexit umgehen. Aber die EU ist unattraktiv geworden. Sie zieht ihre Mitglieder nicht mehr mit an. Euro- und Flüchtlingskrise lassen grüßen. Und deshalb will die EU-Kommission jeden bestrafen, der sie verlässt. So wie eine rachsüchtige, hässliche Alte. In Brüssel herrscht eine verkrustete EU-Bürokratie mit über, meine Damen und Herren, 60.000 Mitarbeitern. Allein die EU-Kommission hat 32.000 Mitarbeiter. Und die Briten haben festgestellt, dass die EU-Reform unfähig ist. Aber wie eine Krake, die alle Macht an sich zieht, will sie immer mehr Kompetenzen zu sich rüberziehen. Und da haben die in dem Falle Briten genau dazu Nein gesagt. Nein auch zu dem Fall intransparenten, wenig demokratischen, nicht legitimierten Brüsseler Gesetzgebung, die unbegrenzte Freizügigkeit als Einfallstor für ungesteuerte illegale Migration, eine fast irre zu nennende Regelungswut und Subventionswut und eine immer weiter ausufernde Finanz- und Ausgabenpolitik. All das, meine Damen und Herren, führte zum Brexit. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Und das jetzt unter Druck setzen der britischen Regierung ist in dem Falle genauso auch wiederum fast als abstoßend zu sehen, weil wir wissen alle, im Moment ist die britische Regierung wirklich nicht stark, denn es hat bisher keine andere Partei mit der DUP, mit der Democratic Union Party regieren müssen. Meine Damen und Herren, die große Bitte an diese Regierung ist, sich in dem Falle für einen geregelten, auch im Interesse Deutschlands, der deutschen Handelsbeziehung, geregelten Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Gemeinschaft einzusetzen. Vielen Dank. Da hat Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Das nächste Mal entziehe ich Ihnen das Wort. Als nächstes für die SPD. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki die Hand schon auf der Taste gehabt, mit der er das Mikrofon ausschalten kann. Er hat noch mal davon abgesehen, aber er hat dem Abgeordneten Hebner dann doch noch eine Warnung mit auf den Weg gegeben. Christian Petri aus der SPD-Fraktion steht am Pult und spricht. Das ist, glaube ich, ein gutes Signal. Herr Brinkhaus. Das waren Sie eigentlich nicht immer. Sie wissen, Herr Hart, dass die Töne auch mal ein bisschen anders und schräg waren. Ich finde es ja gut. Herr Dobrindt hat eine proeuropäische Rede gehalten. Das hat er so lange nicht mehr gemacht. Und das ist was Positives. Und Herr Brinkhaus, ich habe das herzerpflichtend gut gefunden, was Sie gesagt haben. Also das gratuliere Ihnen auch zur Wahl. Ich würde mich auch freuen, wenn wir dann auch noch in so Kleinigkeiten wie im Steuerrecht, bei der Harmonisierung der Körperschaftssteuer, bei der Einführung der Finanztransaktionssteuer, bei der Digitalsteuer auch auf eine Linie kämen. Dann wären wir einen Schritt nach vorne, was die Finanzierung dieser großartigen Europäischen Union angeht. Also die Nervosität beim Brexit steigt ein bisschen, das wissen wir, das haben wir gehört. Die Europäische Union ist attraktiv, sonst würde nicht so gerungen werden. Der Verbraucherschutz, eine ganz starke Säule, im Umweltschutz, Regelungen, auf die sich viele verlassen. Britische Bauern haben Angst, die EU schützt sie, gibt ihnen Sicherheit, die ist nicht mehr da. Das ist alles attraktiv, das ist auf dem Verhandlungsstand und das macht es ja auch so schwierig. Denn der Brexit war auf Lügen gebaut, man darf das doch nicht vergessen. Die Kampagne war erstunken und erlogen in weiten Teilen. Sie kennen doch die Bilder von dem roten Bus. 305 Millionen Pfund pro Woche gibt es zurück. Take back control im Gesundheitssystem. Alles erstunken und erlogen. Darauf ist ein Votum gebaut worden. Und das macht die Sache doch sehr schwierig. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich froh, dass weiter verhandelt wird, dass die Europäische Union Zugeständnisse entgegenkommen zeigt. Wir müssen selbstverständlich darauf achten, und da bin ich mit vielen meinen Vorrednern überein, dass wir in Respekt vor der britischen Nation verhandeln. Das ist eine große Nation, die uns Deutschen viel gebracht hat, denen wir viel zu verdanken haben.
Und dieser Respekt muss sich auch in den Verhandlungen, im Verhandlungston widerspiegeln. Und deswegen bin ich mir sicher, werden wir noch eine Einigung finden. Auch diese starke Demokratie, einer der ältesten Demokratien, älter wie wir, auf jeden Fall wir Deutsche, hat es verdient, dass wir hier eine gute Lösung finden. Die Verlängerung um ein Jahr ist ein gutes Signal. Und ich hoffe, dass es so ist, wie es oft ist, dass kurz vor Schluss wegen mir in der letzten Nacht durch die Vernunft eintritt und eine Einigung erzielt wird, damit man dann die notwendige Zeit hat und vielleicht auch auf dem Weg dieser Strecke auch wieder zurückkehren kann. Es gab mir hier große Politiker, die gesagt haben, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Ja, also insoweit, Herbert Wehner lässt grüßen, ist es natürlich nicht auszuschließen, dass auch in Zukunft wieder der Weg zurückgeht. Warum denn nicht? Es wird in Großbritannien Wahlen geben. Es wird neue Regierungen geben. Möglicherweise wird das, was wir empfinden, was jetzt auch im Bewusstsein bei uns, aber auch bei den Briten gewachsen ist, dazu führen, dass es auch wieder einen Weg zurückgeht. Das würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass dieses fantastische Friedensprojekt, dieses fantastische Projekt, was uns Wohlstand und Sicherheit bringt, Europa ausbaufähig ist. Im Hinblick auf die Wahl im nächsten Jahr müssen wir diese positiven Zeichen nach vorne setzen. Wir gerade in der Bundesrepublik Deutschland haben unseren Frieden, unser gesellschaftliches System, unseren Wohlstand der Europäischen Union im Wesentlichen zu verdanken. Und dies leichtfertig durch Falschinformationen zu diskreditieren, ist fast sträflich. Auf der einen Seite wird es gemacht, und es ist unsere Chance, dies nach vorne zu tragen, im nächsten Jahr dies zur Wahl zu stellen, zur Abstimmung zu stellen. Wollen wir unser Frieden, unseren Wohlstand hier sichern und ausbauen mit unseren Partnern, oder wollen wir dies im nationalistischen Wahn zerstören? Ich bin für Ersteres, und ich glaube, viele in der Bundesrepublik, 80, 90% und mehr, sehen dies auch so. Deshalb ist mir vor der Europawahl nicht bange. Wir haben die richtigen Themen. In diesem Sinne, Glück auf. Der europapolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Christian Petri, und ihm folgt Katharina Dröge für die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Kollegen von der FDP, Herr Lindner, der jetzt leider mal wieder nicht mehr da ist, hatte in einem Punkt in seiner Rede recht. Herr Lindner hat eben die Bundeskanzlerin dafür kritisiert, dass sie mit Blick auf den Europäischen Rat, die ist auch leider nicht mehr da, und mit Blick auf den anstehenden Asien-Gipfel das ganze Thema Klimaschutz nicht erwähnt hat. Und ich finde, da hat er recht, dies zu kritisieren. Denn angesichts einer Zeit, in der der US-Präsident Trump aus dem internationalen Klimaschutzabkommen ausgetreten ist, angesichts eines dramatisch fortschreitenden Klimakrise, wäre es so wichtig, dass die Europäische Union hierauf eine Antwort findet. Wäre es wichtig, dass die Bundesrepublik Deutschland wenigstens versuchen würde, eine Antwort darauf zu finden. Doch nichts davon passiert. Und gerade in dieser Woche, angesichts des Asien-Gipfels, wo die Bundesrepublik Teil von zwei Freihandelsabkommen wird, dem Freihandelsabkommen mit Singapur, das unterzeichnet werden soll, und dem Freihandelsabkommen Vietnam, das die Kommission zum Abschluss vorlegen will, hätten Sie eine Chance gehabt, den Klimaschutz zu stärken. Sie hätten die Chance gehabt, den Klimaschutz zum essentiellen Bestandteil von Freihandelsabkommen zu machen. Und Sie hätten dafür sogar in der Europäischen Union Bündnispartner gehabt. Der europäische Präsident Macron hat wiederholt gesagt, dass es mit ihm kein Freihandelsabkommen geben wird, wenn das Pariser Klimaschutzabkommen nicht effektiv verankert ist. Und wer blockiert, ist ausgerechnet die deutsche Bundesregierung. Und ich sage Ihnen, das können wir so nicht durchgehen lassen. Und ich würde mich freuen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wenn es eine gemeinsame Initiative von Ihnen und uns geben könnte, hier im Deutschen Bundestag für die Verankerung vom Klimaschutz in Handelsabkommen. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Und wir haben eine zweite Herausforderung angesichts eines grassierenden Rechtspopulismus auf der ganzen Welt, der in der Handelspolitik auf Nationalismus und Abschottung setzt. Und diese Herausforderung ist, dafür zu werben als Demokraten, dass man Globalisierung gerecht gestalten kann. Denn was Sie in der Vergangenheit getan haben, ist zu negieren, dass diese Globalisierung Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten erzeugt. Und wenn Sie den Menschen, die das so sehen, nicht die Antworten der Rechtspopulisten überlassen wollen, dann müssen Sie darauf setzen, dass man Globalisierung regeln kann, dass man in Handelsabkommen Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte und Klimaschutz verankern kann, dass man in der Lage ist, die Globalisierung gerecht zu gestalten. Das ist nämlich möglich. Das Einzige, was bislang nicht passiert ist, dass Sie es tun. Und dazu lade ich Sie ein.
Katharina Dröge, Sprecherin für Wettbewerbs- und Handelspolitik, hatte gerade mal 2 Minuten Redezeit. Und wir nähern uns ohnehin so langsam dem Ende der Debatte. Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, ist der Nächste. Über den Gipfel Asien-Europäische Union zu sprechen. Der ASEM-Gipfel ist ein ebenfalls extrem wichtiges Ereignis. Die Europäische Union umfasst 6% der Weltbevölkerung, diejenigen Staats- und Regierungschefs, die morgen in Brüssel zusammenkommen, die 51 Staats- und Regierungschefs repräsentieren, über 60% der Weltbevölkerung, über 60% des Weltbruttosozialprodukts und über 60% des Welthandels. Wir haben im Blick auf die Staaten Asiens als Europäische Union und als Deutschland eine ambitionierte Agenda. Unsere Antwort auf die stockenden Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten von Amerika war, dass wir die Bemühungen um gute und faire Handelsabkommen mit anderen Staaten intensiviert haben. Und so ist es gut, dass die Europäische Union das Handelsabkommen mit Japan abgeschlossen hat. Übrigens ein Abkommen, das die Europäische Union in voller Souveränität abschließt. Und wir werden auch am Rande des Gipfels das Singapur-Abkommen unterzeichnen. Ein Abkommen, dessen Investitionsteil im Übrigen dann auch noch eines Tages den Deutschen Bundestag beschäftigen wird, denn der ist noch nicht fertig und wird im Zweifel auch die nationalen Parlamente mit umfassen. Die Handelspolitik ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, dass übertragene Souveränität wiedergewonnene Souveränität ist. Wenn wir die Handelsauseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel betrachten, wo stünden wir als Deutschland, als Belgien, als die Niederlande, als Portugal, auch als Großbritannien? Wenn jeder auf sich allein gestellt wäre, dann würde man den Briten vorhalten, ihre geplanten Exporte von schottischem Whisky, uns wird man natürlich vorhalten, die Automobilindustrie und so fort. Nein, dadurch, dass wir zusammenstehen, haben wir die Kraft und die Souveränität wiedergewonnen, uns durchzusetzen mit unseren Vorstellungen von fairem Handel. Und das zeigt sich gerade in der Handelspolitik in besonderer Weise. Und deswegen gibt es eben nicht die Alternative nationale Souveränität oder europäische Souveränität, sondern es gibt ganz viele, eine wachsende Zahl von Themen, wo die Souveränität für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes nur dadurch bewahrt und geschützt werden kann, dass wir bereit sind, die Souveränität ein Stück weit auf eine multinationale, multilaterale Ebene zu verlagern. Im Blick auf die 51 Staaten, die beim ASEM-Gipfel zusammenkommen, sei auch darauf hingewiesen, dass wir in Europa und Asien keine Situation wollen, dass einzelne Staaten sich entscheiden müssen, ob sie ihre Wirtschaftsbeziehungen zur Europäischen Union intensivieren wollen oder vielleicht zum Beispiel ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China oder eben im Rahmen der eurasischen Handelsunion, die ja maßgeblich von Russland mitbestimmt wird. Ich bin vor wenigen Tagen in Kasachstan gewesen und in Georgien, und genau das war eines der Themen, dass wir eine Handelsatmosphäre in diesem Doppelkontinent schaffen sollten, in der eben nicht das Entweder-Oder, sondern das gemeinsame Win-Win im Mittelpunkt steht. Und in diesem Sinne, glaube ich, sollte die Bundeskanzlerin, sollte die Bundesregierung auf diesem ASEM-Gipfel auch werben, letztlich für eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok, was letztlich für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Doppelkontinents von großem Nutzen wäre. Und wir müssen natürlich im Blick haben, dass es auch Unterschiede in unseren Wirtschaftssystemen und Wirtschaftsordnungen gibt, die uns auch zu bestimmten Schlussfolgerungen veranlassen. Etwa die chinesische Regierung, aber auch die russische Regierung hat eine im Wirtschaftssystem des Landes begründete Herrschaft über die Wirtschaft, die es der Regierung erlaubt, wirtschaftliche Instrumente als politisches Instrument einzusetzen. Walter Eucken hätte gesagt, China ist eine Zentralverwaltungswirtschaft. Dort entscheidet nicht der CEO auf der Grundlage von Wirtschaftszahlen, ob eine Investition sinnvoll ist, sondern er muss im Zweifel die Kommunistische Partei Chinas fragen, ob er diese Investition so oder so vornimmt. Und das wird natürlich auch eingesetzt. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Und darauf müssen wir auch Antworten finden, dort, wo wir den Eindruck haben, dass nicht wirtschaftliche, sondern politische Gründe
das entsprechende wirtschaftliche Handeln des Landes bestimmen. In diesem Sinne glaube ich, dass wir einen guten ASEM-Gipfel haben werden und dass wir die Handelsbeziehungen zu unseren Staaten im anderen Teil des Doppelkontinents entwickeln und ausbauen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Jürgen Hahn, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, hat noch mal darauf hingewiesen, dass ja nicht nur EU-Rat ist in Brüssel heute und morgen, sondern dass sich direkt anschließt der Asien-Europa-Gipfel. Auch da gibt es Wichtiges zu besprechen. Der drittletzte Redner, Jens Zimmermann aus der SPD-Fraktion. 2016 ist eigentlich genau alles so gekommen, wie es vor der Abstimmung vorhergesagt wurde. Die Austrittsbefürworter, die haben von einer rosigen Zukunft für Großbritannien gesprochen. Die Wirtschaft stagniert aber und ist maximal verunsichert. Wir behalten alle Vorteile des Binnenmarktes, haben sie gesagt. Draußen ist draußen, heißt allerdings die Realität. Und das mit der Grenze in Irland, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Das war auch eine der Lösungsvorschläge. Fakt ist, zum ersten Mal seit dem Abschluss des Karfreitagsabkommens steht der Frieden in Nordirland auf Messerschneide. Die SPD unterstützt die Bemühungen der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, des Außenministers, eine Lösung für die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu finden. Klar ist aber auch, meine Damen und Herren, in London sitzen noch immer die gleichen konservativen Kräfte am Drücker, die eben mit genau diesen falschen Hoffnungen überhaupt den Austritt, das positive Brexit-Referendum herbeigeführt haben. Und deswegen kann eine Lösung auch nur am Ende aus London kommen. Mir ist aber an dieser Stelle vor allem wichtig, unseren Freunden in Irland unsere Solidarität Ausdruck zu verleihen. Es darf keine harte Grenze auf der irischen Insel geben, und der Frieden muss gesichert werden, meine Damen und Herren. Das Angebot der EU-27, das liegt auf dem Tisch, und Premierministerin May muss dafür sorgen, dass sie in London für ihre eigene Position Mehrheiten bekommt. Das können wir weder hier im Deutschen Bundestag noch im Europäischen Rat, kann das erledigt werden. Es ist eine Frage, wie man sich in London jetzt entscheidet. Und ich will nur mal darauf hinweisen, vor dem Brexit-Referendum gab es von europäischer Seite schon Angebote. David Cameron ist damals aus Brüssel zurückgekommen mit Lösungen, die möglicherweise ein besseres Szenario dargestellt hätten als alles das, was wir jetzt am Ende des Brexits sehen werden. Aber damals waren es die gleichen Leute in London, Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, diese ganze Truppe in der konservativen Partei, die von Anfang an nur ein Interesse hatte: raus aus Europa, egal was es koste. Und das müssen wir uns, meine Damen und Herren, immer wieder klar machen. Die Tür für Verhandlungen und die Tür für ein Ergebnis, auch jetzt noch kurzfristig, die ist offen. Die ist offen, und Deutschland und ich bin mir sicher auch Frankreich werden diese Tür nicht zuschlagen. Aber eins ist auch klar, meine Damen und Herren, am Ende muss Theresa May, muss Großbritannien durch diese Tür alleine durchgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Zimmermann. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Florian Hahn. Und Florian Hahn ist europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns ja auf der Abschlussetappe bis zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union Ende März 2019. Und wir wollen, das haben wir ja fast alle Fraktionen schon festgestellt, keinen harten Brexit. Und wir wollen ein fairer Verhandlungspartner sein. Und wir sind das auch. Und das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wichtig bei den Verhandlungen ist, dass Großbritannien keinen Wettbewerbsvorteil zulasten der EU erwächst. Wir müssen unbedingt vermeiden, dass der Brexit ein attraktives EU-Austrittsmodell wird. Und das ist im Übrigen genau das, was die AfD gerne hätte. Ein attraktives EU-Austrittsmodell, dem sich andere anschließen, damit die verhasste Europäische Union, wie sie ist, endlich in sich zusammenbricht. Und das müssen wir verhindern.
Die auf Hochtour laufende Diskussion über die Austrittsdetails lässt den Blick auf die zentralen Fragen des Brexit derzeit in den Hintergrund rücken. Warum hat das Referendum auf der britischen Insel im Juni Erfolg gehabt? Wie konnte es so weit kommen? Und vor allem, was können wir tatsächlich davon lernen? Und mit Sicherheit ging es dabei auch um Besonderheiten der britischen Innenpolitik, die nicht ohne weiteres auf andere Länder übertragen werden können. Eines jedoch ist auch klar, es ging um falsche Versprechen, falsche Erwartungen an Brüssel und um eine über Jahre schleichende Entfremdung der Bevölkerung vom europäischen Einigungsprozess. Und deswegen müssen wir auf die unbestreitbaren Erfolge der Vergangenheit hinweisen, ja. Die Bürger wollen aber auch wissen, worin der konkrete Mehrwert gemeinsamen Handels auf europäischer Ebene besteht. Die vielbeschworene immer engere Union ist kein Selbstzweck und schon gar kein Selbstläufer. Den Bürgern geht es nicht um immer weitere Kompetenzübertragungen nach Brüssel, sondern insbesondere um Subsidiarität, um Stabilität und um Sicherheit. Und Subsidiarität, Stabilität und Sicherheit, das ist unser Ansatz und nicht eine unkonditionierte Umverteilung von denen, die Leistung bringen und gut haushalten, zu denen, die sich genau darauf verlassen. Und deshalb werden wir uns ganz genau ansehen, was der Finanzminister Scholz sich unter dem Stichwort europäische Arbeitslosenversicherung vorstellt. Und ich kann Ihnen heute schon versprechen, eine reine Geldtransfusion für schwache Ökonomien werden wir als CDU/CSU nicht mitmachen. Das ist schon immer unsere Linie und genau das machen wir auch in Zukunft. Die Sicherheit ist zu einem der wichtigsten Anliegen der Europäer geworden. Sie erwarten von ihrer Union, dass sie sie schützt. Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich in Europa sicher fühlen. Der Schutz unserer Gesellschaften und unserer Freiheit liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung. Und ich bin der aktuellen österreichischen Ratspräsidentschaft deshalb äußerst dankbar, dass sie die Sicherheitsthemen zum Schwerpunkt ihrer Ratspräsidentschaft gemacht hat. Und auch beim Europäischen Rat heute und morgen stehen die Themen innere und äußere Sicherheit auf der Tagesordnung. Und auch wenn keine finalen Entscheidungen zu erwarten sind, möchte ich alle Beteiligten ermuntern, volle Anstrengungen an den Tag zu legen, damit wir hier substanziell tatsächlich weiterkommen. Cybersicherheit ist beispielsweise einer der wichtigsten Punkte aktuell auf dem Weg zur Vollendung des digitalen Binnenmarkts der Europäischen Union. Cyberangriffe werden flexibler, professioneller und auch die Angriffsmethoden verändern sich. Der aktuelle Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik ist entsprechend alarmierend. Umso wichtiger ist es, dass wir die Einrichtung einer schlagkräftigen EU-Agentur für Cybersicherheit vorantreiben und die Einführung eines EU-weiten Zertifizierungssystems für Cybersicherheit entsprechend beschleunigen. An der Stärkung der Sicherheit Europas führt kein Weg vorbei. Die Zukunft der Europäischen Union als Friedensprojekt für kommende Generationen hängt nun auch von der Gründung einer Sicherheits- und Verteidigungsunion ab. Wir sind schon einen großen Schritt hier vorangekommen. Wir müssen hier aber auch insgesamt weiter für eine gute Europäische Union arbeiten. Das ist es, was die Bürger von uns erwarten. Vielen herzlichen Dank. Florian Hahn, europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion, war der vorletzte Redner in der Aussprache zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zum heute Abend beginnenden EU-Rat. Und der letzte Redner heißt Detlef Seif. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Der Kollege Hebner hat vorhin die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom vergangenen Montag zitiert. Er hat richtig zitiert, doch es wurde tatsächlich behauptet, dass die EU von Großbritannien Zugeständnisse verlange, sich aber selbst keinen Zentimeter bewege. Und ich sage Ihnen eins, das glatte Gegenteil ist richtig. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier hat das Verhandlungsziel fest im Blick. Die Europäische Union und Großbritannien sollen auch zukünftig eng und freundschaftlich verbunden sein. Aber, meine Damen und Herren, das darf nicht auf Kosten der Europäischen Union erfolgen. Der Bestand der Europäischen Union muss sichergestellt sein. Es darf auch nicht zulasten des europäischen Binnenmarkts gehen. Der Europäische Rat hat in seinen Verhandlungsleitlinien von vornherein festgelegt, welchen Ablauf die Verhandlungen haben müssen und welche roten Linien nicht überschritten werden dürfen.
Und das war auch bitter nötig. Der frühere Brexit-Minister, Verhandlungsführer David Davis, benahm sich in den ersten Verhandlungsrunden regelrecht wie auf einem Basar. Er hat gesagt, die Regeln über die zukünftigen Verpflichtungen finanzieller Art, sonstiger Art, vertagen wir mal, bis das Austrittsabkommen vorliegt. Erst die stringente und zielführende Verhandlungsführung der Europäischen Union stellte sicher, dass relativ zügig Einigkeit erzielt wurde über die Bürgerrechte, die finanziellen und sonstigen Verpflichtungen, über eine Übergangsphase bis Ende 2020. Rund 90% der Punkte sind jetzt im Prinzip geregelt. Aber, meine Damen und Herren, nichts ist vereinbart, bevor alles vereinbart ist. Und es gibt zwei Knackpunkte. Soweit Großbritannien den Zugang zum Binnenmarkt für Waren anstrebt, kann das nur funktionieren, wenn sämtliche Standards der Europäischen Union angewandt werden, die nicht nur das Produkt als solches betreffen, sondern auch alle Herstellungs- und Lieferprozesse. Denn da stecken Standards der Arbeitswelt, Umweltstandards drin. Und das wollen Sie von der AfD wahrscheinlich nicht verstehen, wenn Sie davon sprechen, dass wir Großbritannien bestrafen wollen. Es geht darum, dass die Unternehmen in den anderen Mitgliedsländern, in Deutschland, nicht benachteiligt werden. Wir wollen Großbritannien gleichstellen, aber die können doch nicht bessere Bedingungen haben als wir. Und die Grenze zwischen Irland und Nordirland, ein ganz wichtiger Punkt. Die Situation vor Ort ist wirklich fragil. Es kann in der Tat wieder der Konflikt aufleben. Das muss um jeden Preis verhindert werden. Großbritannien strebt aber an, aus der Zollunion und auch aus dem Binnenmarkt auszutreten. Letztlich ließe sich, wenn man das so eins zu eins umsetzt, eine harte Grenze in Nordirland und Irland nicht vermeiden. Und die Europäische Union hat gesagt, wir müssen hier eine Notfallregelung machen, die das ausschließt. Und die Europäische Union war sogar bereit, im Rahmen einer Notfalllösung auch vorzusehen, dass die Zollunion auf Gesamtgroßbritannien ausgedehnt wird. Aber das ist nicht möglich im Austrittsabkommen, sondern nur im Rahmen einer politischen Erklärung. Und das hat Großbritannien abgelehnt. Und das ist der Streitpunkt. Da geht es nicht um Bestrafen und Schlechterstellen. Schauen Sie sich mal die umfangreichen Verhandlungen an. Sie werden Michel Barnier und dem Verhandlungsteam nicht im Ansatz gerecht, wenn Sie behaupten, hier wären sachfremde Erwägungen vorhanden, die eine Rolle spielen. Sollte das Austrittsabkommen vorliegen, besteht natürlich das Problem, dass man eine Mehrheit im britischen Unterhaus finden muss. Zurzeit gibt es für keine denkbare Variante eine Mehrheit. Aber, meine Damen und Herren, sollte das Abkommen denn dann vorliegen, dann haben die Abgeordneten zu entscheiden. Entweder wir entscheiden uns für ein geordnetes Verfahren oder für ein völlig ungeregeltes. Der Ausgang ist völlig offen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass hier eine Eigendynamik einsetzt. Und nach Gesprächen, die ich vor 2 Wochen geführt habe, mit David Lidington, das ist der Vertreter der Premierministerin, und mit einem Berater in Brexit-Fragen Großbritanniens, bin ich äußerst zuversichtlich, dass man dort kompromissbereit ist und seinerseits auch alles tun wird, um eine Regelung zu finden. Und beide Seiten müssen bereit sein, an die Grenzen des Machbaren zu gehen, um große Nachteile für Großbritannien und die EU zu vermeiden. Sonst könnte der Brexit sich tatsächlich zu einem Drama in mehreren Akten entwickeln. Vielen Dank. Und damit ist sie zu Ende, die Aussprache zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Es gibt eine Abstimmung jetzt noch, denn die Grünen haben einen Entschließungsantrag eingereicht hier zu diesem heutigen Tagesordnungspunkt. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, sich innerhalb der EU intensiv für die Aufklärung der Journalistenmorde in Malta und der Slowakei einzusetzen und Unterstützung anzubieten. Journalistinnen und Journalisten in Europa sollen künftig besser geschützt werden und die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten künftig besser unterstützt werden.